Bei einem schweren Unfall auf einer Baustelle in der Hamburger Hafen City sind mindestens 4 Arbeiter am Montagmorgen ums Leben gekommen. Mehrere Personen werden noch vermisst. Die technisch sehr schwierige Rettungsaktion durch die Feuerwehren läuft derzeit noch auf Hochtouren. An jedem Arbeitsplatz gibt es Gefahren, sowohl psychischer als auch physischer Natur. Doch auf Baustellen ist die Unfallhäufigkeit laut Unfallstatistik ca. doppelt so hoch wie an allen anderen Arbeitsplätzen. Zudem haben die Unglücke meist erheblich schwerere Folgen. Das Thema Arbeitsschutz ist auf Baustellen deshalb umso wichtiger. Und darüber spreche ich jetzt mit Frank Werner. Er ist stellvertretender Präventionsleiter der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft und Lehrbeauftragter für Sicherheit und Gesundheitsschutz im Bauwesen an der TU Braunschweig. Herzlich willkommen, Herr Werner. Herzlich willkommen, Frau Hemmschmidt. Herr Werner, erst im September dieses Jahres kam ein 65-Jähriger auf einer Baustelle in München ums Leben und jetzt der Unfall in Hamburg mit bisher 4 Toten. Wie gefährlich ist die Bauindustrie in Deutschland? Ja, die Bauindustrie ist, wie Sie das bereits einleitend sagten, im Schnitt etwa 2-mal so gefährlich wie andere Gewerke. Das heißt, oder andere Industriezweige. Das bedeutet, dass unsere 1000-Personen-Quote, das heißt, die Häufigkeit von Unfällen pro 1000 Vollbeschäftigten, etwas mehr als 2-mal so hoch ist wie der Schnitt der gewerblichen Wirtschaft. Man muss dabei ganz nüchtern betrachten, dass wir in der Bauwirtschaft und in der Bauindustrie ständig wechselnde Arbeitsbedingungen haben, die im Wesentlichen auch die Ursache dafür bilden. Aha, okay, darüber kommen wir vielleicht dazu. Im letzten Jahr wurden im Job fast 100.000 Bauarbeiter verletzt, 74 starben. Statistisch gesehen ereignet sich damit alle 3,5 Arbeitstage ein tödlicher Unfall. Und das klingt natürlich in meinen Ohren viel zu hoch. Aber auf dem ersten Blick sieht es wiederum auch so aus, als ob die Zahlen der tödlichen Unfälle seit 2020 zurückgegangen sind. Kann man das so sehen und hat sich seitdem etwas für die Sicherheit der Bauarbeiter getan oder ist das täuschend? Auch wenn jeder Unfall und jeder tödliche Unfall einer zu viel ist, stimmt das, was Sie darstellen. Die Anzahl der tödlichen Arbeitsunfälle sinkt kontinuierlich. Wir sind aber nicht davor gefeit, dass es auch mal wieder einen Ausreißer nach oben gibt. Aber wenn man sich das Unfallgeschehen über die letzten etwa 12, 13 Jahre anschaut, dann haben wir in der Anzahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle in Deutschland einen Rückgang von mehr als 31%. Das ist ein sehr erheblicher Teil. Und bei den tödlichen Arbeitsunfällen auch sind wir aus einem Bereich, der in der Regel bei etwa 100 tödlichen Arbeitsunfällen lag, bislang deutlich nach unten abgesunken, was uns aber nicht aufhalten darf, dort weitere Anstrengungen zu unternehmen. Und woran liegt das? Sie haben jetzt gerade vorhin die ständig wechselnden Arbeitsbedingungen. Erklären Sie das ein bisschen weiter, bitte. Ja, während wir beide vielleicht an unseren Arbeitsplätzen darauf vertrauen können, dass alles sicher ist, das heißt, wir haben ebene Fußwege, wir haben an den Treppenhäusern Geländer. Wenn wir ans Fenster gehen, dann haben wir auf der einen Seite die Verglasung, das Fenster, aber auch eine ausreichend hohe Brüstung. Das ist am Bau ganz anders. Das heißt, die Beschäftigten am Bau schaffen quasi die sicheren Bedingungen für uns, wissend aber, dass die Arbeitsbedingungen während dieser Bauphase ständig nachjustiert werden müssen mit Absturzsicherungen, mit entsprechenden Maßnahmen, die verhindern, dass Bauteile umstürzen und letztendlich Beschäftigte möglicherweise unter sich begraben. Oder aber, dass beispielsweise Fahrzeuge rückwärts fahren und Beschäftigte, die in den Fahrwegen sind, quasi überrollen. Deshalb unterscheiden wir uns in der Bauwirtschaft und in der Bauindustrie sehr, sehr deutlich von allen anderen Branchen. Okay. Und die Ursachen für das Umkippen des Gerüsts auf der Baustelle in Hamburg sind, soweit wir wissen, noch nicht ganz klar. Wer trägt letztendlich die Verantwortung für den Arbeitsschutz auf Baustellen? Verantwortlich für den Arbeitsschutz auf Baustellen ist in allererster Linie der Unternehmer oder die Unternehmerin. Sie oder er ist für die Beschäftigten verantwortlich und hat letztendlich alles das umzusetzen, was notwendig ist, um die Beschäftigten, ich sag's am Abend, genauso sicher wieder nach Haus zu schicken, wie sie morgens auf die Baustelle oder in den Betrieb gekommen sind. Also die Verantwortung liegt bei den betrieblichen Führungskräften, in allererster Linie bei den Unternehmerinnen und Unternehmern.
Aber das Überseequartier, wenn ich das richtig verstehe, es ist natürlich Teil der Hafen City in Hamburg und gilt als das größte innerstädtisches Bauprojekt Europas. Ich kann mir vorstellen, dass die Verantwortlichkeiten bei so einem Projekt nicht immer so wahnsinnig klar und gut klar zugeordnet sind, wenn so viele verschiedene Parteien, also Architekten, Bauleiter, Bauherr, Koordinatoren und auch natürlich der Unternehmer, die verschiedene Verantwortungen tragen. Ist das immer klar, wenn so ein Unfall passiert wie jetzt in Hamburg? Eine Gesamtbetrachtung muss man immer unter Berücksichtigung aller Aspekte führen. Ihre Frage fokussierte, so habe ich sie verstanden, zunächst erstmal darauf, wer trägt die Verantwortung für die Beschäftigten. Das ist der Unternehmer. Schaue ich mir das aber im Kontext beispielsweise einer Großbaustelle an, wie in der Hafen City in Hamburg, gibt es dort die Auftraggeber. Es gibt die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren. Es gibt für die Unternehmen wieder weitere Auftraggeber, also Hauptauftragnehmer arbeiten mit Nachunternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Und dieses ganze Gefüge gilt es dann ganzheitlich zu betrachten und zu schauen, wer hat in welchem Zusammenhang welche Verantwortung zu tragen, wer hat wofür zu sorgen und wer ist letztendlich auch zur Verantwortung im Zweifelsfall zu ziehen, wenn es darum geht zu klären, wer trägt hier die Verantwortung, wer hat hier etwas veranlasst oder möglicherweise auch unterlassen zu veranlassen. Und wie sind, ganz einfach, wie sind die Bauarbeiter in der Regel geschützt? Sind sie alle automatisch versichert oder muss sich da jeder Einzelne selbst drum kümmern zum Beispiel? Die Beschäftigten am Bau und auch im Bereich baunahe Dienstleistung sind bei der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft gesetzlich unfallversichert. Das ist geregelt. Das heißt, so wie Sie auch eine Krankenversicherung, eine Rentenversicherung oder auch eine Pflegeversicherung haben, so gibt es auch die gesetzliche Unfallversicherung. Die wird ausschließlich aus Beiträgen der Unternehmerinnen und Unternehmer gespeist. Und darüber werden die Arbeitsunfälle und Wegeunfälle für die Beschäftigten und auch Berufskrankheiten entschädigt. Das heißt, letztendlich die Leistung mit allen geeigneten Mitteln erbracht, um die Beschäftigten möglichst gar nicht verunglücken zu lassen und, wenn es denn zu Schäden kommt, die Gesundheit bestmöglich wiederherzustellen. Das ist ein ganz hoher Anspruch, ein ganz hohes Maß, aber darauf haben die Beschäftigten Anspruch. Wer kontrolliert auf diese Baustellen eigentlich und wie laufen diese Kontrollen dann ab? Ja, wir als Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft sind eine der Kontrollinstanzen. Das heißt, wir sind sehr präsent auf Baustellen und überwachen und in der Regel nach Feststellung möglicher Unzulänglichkeiten, möglicher Mängel auf Baustellen beraten wir. Wir fordern aber auch die Beseitigung der Mängel ein. Das bedeutet, dass letztendlich nach unserem Besuch nicht einfach alles weitergeht wie bisher, sondern dass die Unternehmerinnen und Unternehmer oder auch die betrieblichen Führungskräfte auf der Baustelle, Bauleiterinnen, Bauleiter, Poliere, dort dafür zu sorgen haben, dass ein sicherer Arbeitszustand hergestellt wird. Daneben gibt es die staatlichen Arbeitsschutzbehörden. In Hamburg ist das Amt für Arbeitsschutz und in anderen Bundesländern die Gewerbeaufsichtsämter beispielsweise. Sie überprüfen den Arbeitsschutz mit Blick auf das staatliche Vorschriften- und Regelwerk. Überbegriff dafür heißt Dualismus. Wir haben in Deutschland ein dualistisches System. Für uns kann ich sagen, wir als BG Bau sind sehr präsent. Wir sind mit mehr als 500 Aufsichtspersonen in ganz Deutschland auf den Baustellen unterwegs und überwachen dort, wissend, dass unsere Überwachung immer Stichpunkte oder stichprobenhaft nur sein kann. Das heißt, bei der Vielzahl von Baustellen werden wir nicht jede Baustelle immer erreichen oder auch nicht in jedem Zustand erreichen. Aber stichprobenartig bedeutet das dann für eine einzelne Baustelle wie häufig zum Beispiel? Oder kann das sein, dass eine Baustelle gar nicht kontrolliert wird? Das kann durchaus passieren, dass eine Baustelle gar nicht kontrolliert wird oder gar nicht überwacht wird. Das passiert in aller Regel dann, wenn die Baustellen vielleicht in Gebäuden, kleine Baustellen, dass irgendwo was saniert wird, dass irgendwo was repariert wird. Bei den großen Baustellen, dort wo auch viele Beschäftigte tätig sind, sind wir regelmäßig auf den Baustellen unterwegs. Es gibt sogar gerade auf Wunsch häufig auch der großen Bauunternehmen die Anforderung an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Baustellen zu überwachen, um zu vermeiden, dass dort Unfälle stattfinden. Und wir bemühen uns natürlich, dort ist auch ein ganz besonderer Schwerpunkt unserer Tätigkeit, die Klein- und Kleinstunternehmen zu erreichen, um auch dort ein hohes Maß an Arbeitsschutz umsetzen zu können. Aber dadurch, dass es kein Meldeverfahren uns gegenüber gibt, das heißt,
die Unternehmerinnen und Unternehmer sind nicht verpflichtet, ihre Baustellen der Berufsgenossenschaft gegenüber anzumelden, werden wir natürlich gar nicht alle erreichen können, weil wir die letztendlich gar nicht alle sehen und finden. Und wenn Sie dann kontrollieren, irgendeine Baustelle irgendwo in Deutschland, wie sind die Zustände in der Regel? Sind die eigentlich, läuft alles da ab, wie es meistens so ablaufen soll? Es kommt wie immer darauf an. Also wir finden sehr viele, sehr gut organisierte Baustellen. Wir finden aber auch Baustellen, auf denen letztendlich nichts von dem umgesetzt ist, was notwendig ist. Also quasi ein Mindestmaß. Es sind keine Verantwortlichkeiten geregelt. Es sind keine Gefährdungsbeurteilungen gemacht, um festzulegen, welche Schutzmaßnahmen werden umgesetzt. Das Thema Erste Hilfe. Sind denn ausreichend Ersthelferinnen und Ersthelfer da, wenn denn wirklich mal was passiert? Oder wie sieht es auch aus mit der Unterweisung der Beschäftigten über die Gefahren auf der Baustelle und die dagegen festgelegten Maßnahmen? Also wir treffen alles an, aber die überwiegende Anzahl der Baustellen ist so organisiert, dass man mit wenigen Hinweisen weiterkommt. Und wie oft ist es so, dass die Bauarbeiter zum Beispiel selber die Sicherheitsvorkehrungen nicht einhalten? Ist das auch oft ein Problem? Ja, aus meiner Sicht spielt dort gerade das Thema Tradition eine große Rolle. Das heißt, die Bauwirtschaft ist ja sehr handwerklich und auch sehr traditionell geprägt. Und da sind bestimmte Dinge, bestimmte Bräuche noch immer in den Köpfen der Facharbeiterinnen und Facharbeiter und Gesellinnen und Gesellen, die es dann mit aller Macht gilt zu pflegen. Ob es nun das Balancieren über die Firstfette bei den Zimmerleuten ist oder auch andere Dinge, dass es vollkommen selbstverständlich hingenommen wird, auch mal ohne Absturzsicherung zu arbeiten. Das heißt, der Arbeitsschutz beginnt, und das sage ich eigentlich ganz gerne immer so, zwischen den Ohren aller Beteiligten, der Unternehmerinnen und Unternehmer, aber auch der Beschäftigten. Das heißt, man muss ein Verständnis für Arbeitsschutz haben, und Arbeitsschutz sollte irgendwann, das ist sicherlich ein sehr hehres Ziel, so selbstverständlich sein wie Essen, Trinken und Schlafen. Aber das ist es leider noch nicht. Und wie sieht es dann eigentlich mit Langzeitfolgen aus, zum Beispiel aufgrund von Einatmen von gefährlichen Substanzen? Inwiefern werden die erfasst? Inwiefern spielen sie eine Rolle hinsichtlich der Anpassung der Arbeitsschutzmaßnahmen? Das Thema Gefahrstoffe, so wie Sie es gerade ansprechen, Staub, ein ganz wesentlicher Punkt am Bau, ist ein großer Ansatzpunkt auch für unsere Arbeit draußen auf den Unternehmen oder auf den Baustellen in den Unternehmen. Man sieht immer häufiger, dass statt des bekannten Besens, mit dem die Baustelle gereinigt oder früher auch gekehrt wurde, entsprechende Sauger eingesetzt werden, um den Staub dort zu vermeiden. Hier hat ein deutlicher Bewusstseinswandel stattgefunden. Wir unterstützen das auch. Die BG Bau fördert mit sogenannten Arbeitsschutzprämien auch die Anschaffung solcher Arbeitsmittel. Aber das ist auch noch ein weiter Weg. Und bei den Berufskrankheiten, Berufskrankheit Nummer eins ist nach wie vor die Lärmschwerhörigkeit. Das heißt, dass Beschäftigte sich nicht ausreichend gegen Lärmeinwirkungen schützen. Jetzt mal nicht gefragt, wo es herkommt. Das heißt, ob sie keinen Gehörschutz zur Verfügung gestellt bekommen oder ob sie ihn zur Verfügung gestellt bekommen haben, aber nicht getragen haben. Das ist ein ganz großes Thema bei den Berufskrankheiten. Und das dicht gefolgt. Einige werden jetzt vermutlich schmunzeln vom weißen Hautkrebs, also der braungebrannte Bauarbeiter, der im Sommer auf dem Gerüst zu sehen ist. Gehört mehr und mehr der Vergangenheit an, aber leider noch nicht ganz. Richtig, aber inwiefern müsste die Politik in Sachen Arbeitsschutz etwas aktiver werden? Also wie müsste sie Ihrer Meinung nach dann nachrüsten, also wenn noch Lücken da sind? Die Politik hat schon nachgezogen. Und mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz sind feste Besichtigungsquoten auch für die staatlichen Arbeitsschutzbehörden festgelegt worden, die jetzt sukzessive, ich meine bis 2026 erreicht werden sollen. Nageln Sie mich bitte nicht auf die Jahreszahl fest, aber um dort letztendlich neben der Präsenz der Unfallversicherungsträger auch den staatlichen Arbeitsschutz noch deutlich präsenter vor Ort zu haben, als es jetzt der Fall ist.
Sie hatten vorhin den Sonnenbrand angesprochen. Also ich möchte wissen, angesichts des immer stärker zu spürenden Klimawandels, wie werden Hitze und Kältewellen und solche Extremkonditionen, wie wir jetzt natürlich häufiger erleben, für den zukünftigen Arbeitsschutz mit bedacht? Ja, da haben wir ein sehr ganzheitlich ausgerichtetes Programm. Das bedeutet, dass wir Hitze- und UV-Schutz gemeinsam betrachten. Auf der einen Seite immer heißer werdende Sommer oder auch einzelne Sommertage und Hitzeperioden. Wie kann man sich dagegen schützen? Was macht man tatsächlich, wenn es denn passiert ist? Wie kann man den Betroffenen bestmögliche Hilfe geben? Quasi eine Ergänzung für jeden Aushang, für jeden Erste-Hilfe-Kasten mit entsprechenden Maßnahmen, aber auch das Thema UV-Schutz gehen wir ganzheitlich an. Wir haben eine Vielzahl von Informationen, die wir auch mit unseren Sozialpartnern, also der IGBAU und den Unternehmerverbänden von Bauwirtschaft und Bauindustrie, über quasi eine Klammer in die Unternehmen tragen. Wir überwachen es auf den Baustellen, geben Hinweise, beraten die Unternehmerinnen und Unternehmer, aber wir mahnen auch das Verhalten auf den Baustellen an. Das heißt, wenn uns im Sommer ein Beschäftigter mit freiem Oberkörper entgegenkommt, dann werden wir dort nicht einfach dran vorbeigehen und ihn einfach passieren lassen, sondern werden ihm die Sache erklären und letztendlich ihn auch dafür sensibilisieren, was erwartet ihn vielleicht in 10, 15 oder 20 Jahren. Und letzte Frage vielleicht, Herr Werner, wie sieht es mit der Sicherheit auf deutschen Baustellen im europäischen Vergleich aus? Gibt es andere Länder, die ganze Sache viel, viel besser noch regeln oder viel, viel schlechter? Betrachtet man es ganzheitlich, wird es über alle EU-Länder positive Beispiele für einzelne Dinge geben, wo wir vielleicht nicht so gut sind und negativere, wo wir schon deutlich weiter sind. Jetzt die Länder gegeneinander abzugrenzen und zu sagen, der eine ist gut und der andere ist schlecht, das wäre an der Stelle vermutlich der falsche Weg. Und wenn wir beispielsweise das Thema Absturzsicherung auf Gerüsten uns anschauen, wir haben vor vielen Jahren als Übergangslösung zum vorlaufenden Seitenschutz für die Beschäftigten das Anschlagen mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz zugelassen in einer Übergangszeit. Es war ein durchaus großes Problem, das in der Praxis umzusetzen. Und in anderen Ländern, in Spanien, habe ich es ganz selbstverständlich gesehen, dass die Gerüstbauerinnen und Gerüstbauer sich quasi angeschlagen haben. Und ich habe dann tatsächlich mal jemanden angesprochen und gesagt, warum macht ihr das? Der sagte mir ganz selbstverständlich, es geht doch um mein Leben. Das heißt, gut oder schlecht kann man an der Stelle nicht wirklich bewerten, was aus meiner Sicht sicherlich ganz, ganz gut ist als Vergleich, und zwar über alle Arbeitsunfälle. Die Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle je 100.000 Beschäftigten liegt in der Europäischen Union im Schnitt bei 1,76 und der Spitzenreiter Lettland mit traurigen 4,29 und wir in Deutschland mit 0,84. Und wenn wir das bei den nicht tödlichen Arbeitsunfällen, also bei klassischen Arbeitsunfällen, die mindestens 3 Tage Arbeitsunfähigkeit bedeuten, betrachtet, dann liegen wir leider über dem europäischen Schnitt. Das heißt, die gesamte gewerbliche Wirtschaft liegt über dem Schnitt Europas. Das heißt, wir haben noch viel zu tun und das bedeutet letztendlich konsequent auf den Baustellen in den Unternehmen präsent zu sein und letztendlich im Wesentlichen auch zwischen die Ohren in die Köpfe der Beschäftigten und der Verantwortlichen zu kommen, um ein anderes Verständnis, ein besseres Verständnis für das Thema Arbeitsschutz zu bekommen. Genau, und um Unfälle wie heute Morgen in Hamburg dann gänzlich vermeiden zu können. Also irgendwie ist ein ganzer Schutz wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Aber vielen Dank für diese Einblicke und diese Einordnung, Herr Frank Werner. Sehr gerne, Frau Heimstedt.